Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch ein super leckeres und ganz einfaches Rezept zu meinen liebsten Pancakes. Die eignen sich einfach für zwischendurch oder fürs Sonntagsfrühstück, da habt ihr was ganz Besonderes. Schaut einfach mal vorbei, macht sie nach und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! Bevor wir starten, zeige ich euch natürlich im Überblick die Zutaten, die wir benötigen. Und zwar zum einen haben wir hier 220 Gramm Mehl. Ich habe da jetzt noch eine Prise Salz dazu, ein Päckchen Backpulver, 30 Gramm Zucker, dann habe ich 60 Gramm geschmolzene Butter. Hier habe ich jetzt Milch und zwar benötigen wir 240 Milliliter. Und zwei Eier. Und jetzt legen wir mal los mit dem Ganzen. Also wir vermengen erstmal die trockenen Zutaten miteinander. Und zwar das Mehl, Zucker und das Backpulver. Als nächstes schlagen wir unsere Eier auf. Und dann kommt die Milch dazu. Als nächstes kommen die trockenen Zutaten dazu. Aber achtet bitte darauf, dass ihr sie langsam hinzufügt. Und zu guter Letzt kommt natürlich noch die geschmolzene Butter dazu. So, und jetzt erzähle ich euch noch von meinem kleinen Trick. Und zwar müsst ihr den Teig so lange schlagen, ganz fest, bis ihr Blasen seht. Ich zeig's euch. So, jetzt kommt natürlich das Schönste. Wir bereiten die Pancakes in unserem Moulex vor. Und zwar könnt ihr den aufmachen und dann beide Seiten verwenden. Also das heißt, ihr könnt auf der Seite jetzt die Pancakes zubereiten und auf dieser Seite. Wir gehen mit dem Ganzen auf Stufe 3. Müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass es nicht ganz so heiß wird. Denn ja, wir wollen ja keine verbrannten Pancakes, ne? Jetzt warten wir kurz, bis es aufgeheizt ist und dann legen wir los. Ich berühre den Teig nochmal kurz. Jetzt könnt ihr schon die Blasen sehen. Habt ihr das gesehen? Und das ist eben der Trick, dass die Pancakes ganz fluffig werden. So, das ist jetzt die zweite Ladung, wie ihr sehen könnt. Und während das auf dem Grill ist, kümmere ich mich um mein Obst. Und da sind sie, unsere Pancakes. Die duften unheimlich gut und ihr könnt schon sehen, die sind ganz, ganz fluffig. Ich werde die jetzt noch mit Obst anrichten, beziehungsweise eins meiner Kinder möchte dazu Nutella. Und dann lassen wir es uns schmecken. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus mit lecker Obst. So, jetzt wollte ich euch noch ganz kurz den Moulex Grill zeigen und zwar, wie er danach aussieht. Und zwar so. Also ich gehe dann einfach mit einem feuchten Lappen dran und mache mir den sauber. Und wie ihr sehen könnt, ist da überhaupt nicht viel Schmutz entstanden.